So, wie ihr seht, steht unser Fällerfrontmemorg bei mir in der Werkstatt. Und was macht es? Ganz einfach, nach dem Wäsche haben wir der Robert Abdeckung abgemacht, so einfach zum dahinter gucken, keine Spannung und dass es da auch wegen trocknet und so. Dann haben wir festgestellt, dass dieser Kollege hier nicht mehr so ganz haserein ist. Sprich, nicht der, sondern dahinter drin sitzt natürlich ein Lager. Und das ist jetzt auch schon ein bisschen schräg husse und naja. So, man denkt, bevor es irgendwann in der Ernte wieder was ist, zerlegt man es jetzt gleich. Schraubt vorne mal den Teller ab, die Riemenscheibe. Oder wir schrauben einfach gleich die ganze Welle weg. Die ist hinten ja bloß an ein paar Schräuble da hin. Und da hin, klar, den Spannstift raushauen. Dann haben wir das ganze Ding mal separat und können da ein bisschen gucken, wie genau das Lager ist. Keilräume sind noch gut, haben wir erst vor 2 Jahren aufgemacht, nachdem die alte sich in Luft aufgelöst hat. In rauchiger Form. Von dem her, die sind noch gut. Jetzt ist erstmal das Lager. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr für ein Mähwerk habt, aber ist bei der anderen Marke auch die Wanne hier verzinkt? Weil das finde ich geil, dass man da weg mitdenkt hat. Da könnte sich ja Wasser ansammeln und es könnte rosten. Es war auch überlackiert, aber so wie jeder ja weiß, auf Zink hebt kein Lack. Von dem her ist da schon die Farbe weg. Jetzt kommt gerade der Arbeiter, jetzt können wir es schön zerlegen. Das bringt ja nichts nach, oder? Mit Geduld und Spucke. Und wie ihr jetzt vielleicht seht, hockt das Ding ja schon mal gar nicht mehr mittig. Das ist auf jeden Fall hinüber. Und jetzt sieht es da so aus. Ist bloß die Frage, wenn ich die jetzt ja durchhau. Weil zu bezweifeln, dass die hinten durchkommt. Aber egal, schrauben wir erstmal die Schraube auf. Oder ne, eigentlich haben wir erstmal die durch. Dann sehen wir, ob das geht. Und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und jetzt ist es genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Dass das Scheißding geil abgeht. Weil jetzt der Spannstift da erst dort. Komm ich da oben wieder vorne hin. Ist das nicht falsch? Oh ja, glaub schon, dass das ja jetzt wieder. Logischerweise hinter ja auch ein Motor drin, okay. Thank you.
Aha, ja. Doch einfacher wie gedacht. Wir haben mir die Arbeit, jetzt hängt das scheiß Kabel im Weg, die Arbeit noch gar nicht wirklich von hinten geguckt, die ist immer denkt, die Welle geht die Bodenplatte durch. Aber geht nicht, heißt, so kann man da anlupfen, sprich die Ölseite wäre schon mal frei. So, da ist es das gute Stück. Es war wieder ein wenig so wie gedacht, nicht ganz so einfach. Angefangen hat es ja mit den schönen Spannstift, die ja jetzt alle eigentlich ganz da herumgeschlagen waren, dass hinten das Flacheisen abgegangen ist. Hat aber geheißen, dass sie nicht mehr so rum, dass ich ja nicht so rum ausfahren müsse. Ja, sieht man eh nichts, he? So rum ausfahren müsse. Alles ist halt gegangen, weil die dumm gestanden sind. Also, Klopfer kommt schon gescheit nah, Schlagbohrmaschine, Meusel. Die wieder ein Stück zurückdruckt und dann daheim das Blech, wo man jetzt zwar schön alle Schrauben aufgeschraubt, aber es ist natürlich daheim noch einmal Winkel da, der Winkel sitzt innen, sprich so rum Gottes Ete. Heißt, wo man jetzt mal Kelly neigeschlagen und deswegen rumdruckt und siehe da, es ist Husse. Und wie man hier an dieser unschönen Verfärbung feststellt, ich glaube, es ist schon über. Ich glaube, das vielleicht auch mal in die richtige Werkstatt nehmen. Und ein wenig genauer gucken, wo es da fehlt. Die Keil ziehen wir jetzt gleich wieder ein wenig, dass es dauerhaft verbiegt, weil letztendlich setzt sie auch wieder zurück. Und ich weiß jetzt, warum ihr nichts seht, weil irgendein totes Zoom eingestellt hat. Egal, vielleicht war ja das meiste drauf. So, und da seht ihr, es ist, wie es bei ihr nennt, vorne ein neues Lager, hinten ein neues Lager. Ja, eigentlich haben wir es selber machen wollen, denn das Lager kostet 13 Euro. Zweimal das ganze Ding kaufst, bist bei 500 Euro. Aber in dem Fall war einfach Zeit wieder das Problem. Klar, theoretisch hätte man Zeit bis ins Frühjahr, aber man wird nie mehr Zeit haben. Es kommt immer irgendetwas anderes, wenn man es halt ausbaut, die Werkstatt braucht, die hat neue Lager einpresst. Und jetzt sind es bloß noch einbauen. Und wie ihr seht, es ist ja fast Gras über die Sache gewachsen. Ja, weil 2 Wochen und in denen 2 Wochen jetzt auch nie wirklich Zeit dafür geht und genug andere Sachen geht. Jetzt bauen wir das gute Stück halt wieder ein. Hoffe, dass das eben besser geht, wie es ausbaue. Mal Kellräume wieder rein. Guckt vielleicht mal nur nach dem Öl, was man ja auch regelmäßig machen sollte. Und dann können wir es verräumen für den Winter. So, wenn man jetzt als erstes da und ist, die 2 Spannstift, die da drinnen waren, gleich mal ganz rausgeschlagen, weil nachher tut man sie einfach, wenn die irgendwie so halbwegs da drinnen hängen. Jetzt habe ich da das Blech wieder ein wenig mit den Keilen ausgedruckt. Jetzt theoretisch einfach nehmen, am besten 2 Hände nehmen, da unten wieder auffädeln auf die Welle. Ziehe. Und dann war es eigentlich schon auf der Seite. Und dann sieht es hinter jetzt oder irgendwo etwas so aus. Und da war dann bloß die Platte drauf.
Wo ich mal geschraubt. Da und da war geschraubt. Jetzt ist da. Da und da war geschraubt. Und da war die Sicherungsstifte. Ne? So, die Schrauben sind ja eigentlich nur gut, aber ich mache jetzt neue Scheibe, neue Mutterlinne. Zum einen, weil die eine unter der Palette unterliegen, da jetzt keine Lust haben, die rauszuziehen, und zum anderen schadet es wahrscheinlich jetzt. Halt, Oberwarts. So, dann eine Scheibe. Und Sicherheitsmutter natürlich in Edelstahl. Mal ein bisschen leicht Erz hier. Dann kommt jetzt unsere. Oh, fällt mir der Name nicht ein. Ja? Und was soll ich sagen? Nein, das ist einfach besser wie raus. So und so, dann geht es jetzt hier vorne theoretisch schon wieder weiter mit der Feder, die da drin war, und das größte Geschäft macht eigentlich bloß die Schutztücher, bis die wieder drin sind. Und vielleicht, bis der Dreck noch weg ist, den man vorher jetzt sieht, weil Schutztuch drin ist. Aber großartig stören tut der Dreck mich halt, weil mehr auch schon trockene, der Dreck ist trocken. Viel Basiere dort jetzt nicht. Die haben wir hier, schätzungsweise. So dass die Abdrücke hinten weit und die Schraube vorne. Das ist jetzt quasi wie ein Räufel wechseln. Aber da hole ich jetzt glaube ich noch einen Schraubenfix. Sauber einführen, dann kann man es ja problemlos festschrauben. Ach shit, ich das hab ich gesagt. Oh. Willst du deine Outtakes noch holen, bis in die oder? Du bist nachher einen Drehmomentschlüssel. Mhm. Ja? Bisschen Blurre drauf. Wie viele Newton kriege ich die? Hm. 250.
Stufe 1, sind glaube 50. Leider ist das aber nur 17. Aber irgendwo. Mission Feld kommt zwar nah, aber etwas sollte die Schrauben abdrücken, sonst kann ich die Mütter nicht gescheit ersetzen. Und da habe ich gerade ein wichtiges Teil gefunden, was wir da vergessen haben. Aber es hat gut rumgezogen schon, weißt du? So. Kommt schon wegen Lette. Das Video wahrscheinlich kurz, oder? Kommt gleich, weißt du, es kommt gleich wegen Lette. Du bist da wieder gekommen. Genau das, da habe ich Zeugen gehört. Ja, hast du jetzt Zeugen gehört, hä? Guck mal, da, ich sehe, hup, da, hup. Was findest du wieder? Du schaust dich drauf hin, guck, die scheint dir nicht mehr. Siehst du, das war klar, dass du das wieder vergessen hast. Ja, ich habe sie gefunden. Hey, dann lass sie weg, oder was? Oh, nur jetzt habe ich sie gefunden. Spannstift in Spannstift? Ja, habe ich gemacht. Das hast du gemacht? Oh, wie nee. Also, davor war es halt auch schon so. Mittelstabenplack. Mhm. Nächstes Mal wieder ein 5. Ja, ein Maßband. Okay, Maßband. Ja, dürfen wir mal schon helfen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich weiß nicht, ob wir das vorher gesagt haben, wo wir das Mähwerk zerlegt und wieder zusammenbaut tun, aber sonst jetzt halt. Herzlich willkommen. Was tun wir heute? Wir hatten mal wieder ein bisschen, naja, Kackwetter, typisch November halt, Nebel und so. Wir räumen jetzt endlich mal unsere Maschine richtig ein, so wie sie dann über den Winter überhaupt bleibt. Denn das Mähwerk ist jetzt fertig, jetzt kann man das auch verräumen. Dann zweimal anfangen und die Welle. Heißt, erstmal die zwei Dicke da raus, dass mir eine Ballenwaage kommt und da theoretisch Maschine aufladen können. Mal Probelauf, bevor man es reinstellt. So, da haben wir das gute Stück. Dann haben wir noch ein bisschen Latz gemacht. Denn Mitte ist immer, ja, dritte Schlägt mehr auf der Achse. Und da tun wir jetzt auch die Kunstdinger-Säcke drauf. Und dann gucken wir, was vorne und hinten da kommt, oder Platz hat.
So, da hinten sieht es so aus. Da habe ich den Mulcher noch. Wo sind wir? Da. Nachgestellt. Dritte ist in der Vollanter, das ist dort. Gerade der Mulcher auch genau ab. Das ist unter Dächle gestanden. Sprich, fast wie gemacht, die zwei Maschinen. Dann noch der Kreisler dahergestellt, dass das ganze Heizzeug so ein wenig beieinander ist. Und ja, und Walze vorne, wenn man die als nächstes braucht. Der Waage sieht jetzt so aus. Hinter die Wiese-Ege, dann 4 Säck Kunstdünger und vorne das Rundmehrwerk. Ist jetzt in etwa 600 Kilo, also 2,4 Tonnen. Der nochmal 600 Kilo das Mehrwerk, dann aber 3 Tonnen. Wiese-Ege, ja, keine Ahnung. Was wiegt die Wiese-Ege? 300 Kilo. 3,3 Tonnen, also das Waage ist ein 14 Tonner. Von dem her muss ich sich auch keine Gedanken machen, dass da irgendetwas passiert während der Standzeit. Sind ja eigentlich hier was zeigen will, aber die Technik spackt schon wieder. Also, was ich eigentlich zeigen will, und zwar fahre ich jetzt mit dem Waage, da rückwärts rein, neben der Ballenpresse und Wand, da dazwischen haben wir 7 cm Luft für den Waage. Da hätte ich kein Problem, wenn ich das Eck sehe. Du jetzt arbeite und bin allein. Und theoretisch haben wir hier ja eine GoPro-App, wo man theoretisch den Bildschirm von eurer Kamera, das was ihr gerade seht, mit der Seele seht. Du jetzt blank sein, ich mach die daher, nehm das Handy mit dem Karren ein, sieh sauber das Bild. Aber funktioniert jetzt logischerweise nicht. Weil es sich nicht verbindet. Frag mit warum, Kamera spackt eh schon wieder. 40% und dann schält sie sich aus, weil der Akku schwach ist. Ja. Schau ich halt einfach mal so rein. Muss man wahrscheinlich mehrmals absteigen, aber egal. Vielleicht doch wegen mehr Platz die 5 cm, aber dafür sind wir da recht bäb. So, da können wir jetzt noch 30 cm oder so. So, 35, also theoretisch müsste es erst da. So, und jetzt sind wir auch schon am Ende vom Video. Und zwar, es hat jetzt abrupt ein bisschen geendet, denn die Mühle ging nicht mehr, hat keine Aufnahme mehr gemacht. Und jetzt läuft sie theoretisch wieder, aber wie ihr seht, meine Lippe bastelt mit dem Text zusammen. Liegt daran, dass sie jetzt wieder keinen Ton aufgenommen hat. Am Ende von dem Video und am Anfang vom nächsten. Aber was ich echt eigentlich verklickern will, ist, dass das Video ein bisschen merkwürdig ist, so mit dem Mehrwerk zusammenbauen und so. Aber ja, ihr habt es gesehen, von dem her ist vorbei. Und zwar am Anfang haben wir doch umgerummelt, weil eigentlich die dicke 2 Nummsäule hättet ins Beheizte. Aber unsere österreichische Familie hat jetzt Zuwachs gekriegt. Die ist leider 2,56 Meter breit, deshalb geht der dahinter nicht rein und jetzt standen die dicke 2 da wieder. Da haben wir was, das Presspassung. Da geht es zwar gerade so rap. Hinter der Deichsel vom Ballenwagen ist jetzt unter dem Karren, weil ja nur der Mulcher hinter dem Ballenwagen steht. Aber egal. Ist jetzt so. Ich tue jetzt ein wenig Strohhäcksle, was ihr aber erst im nächsten Video seht. Dann nehme ich den MT, da der Großteil auch gar nicht mehr rauskommt, wenn der MT den steht. Ja, aber das seht ihr erst alles im nächsten Video. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Angucken, auch wenn es mal wieder Komplikationen gegeben hat.
Und bis zum nächsten Mal.